Das folgende Video wird präsentiert von Nitrado, High-End Prepaid Game Server. Hallo und herzlich willkommen heute hier in Köln. CineGamers nimmt euch mit auf die Gamescom 2014. Heute ist Mittwoch, der Fachbesuchertag. Wir haben viele Termine und können euch einiges zeigen und wir nehmen euch jetzt einfach mal mit rein. Den Termin am heutigen Tage hatten wir beim Hamburger Hardwarehersteller Rocket. Tim Krause, der Senior PR-Manager, stellte uns dort einige neue Produkte vor. Mit dabei war unter anderem die neuartige FPS-Gaming-Maus Tyen, welche über eine speziell integrierte analoge Steuerung verfügt. Außerdem führten wir mit Tim ein Interview, welches wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute am Mittwoch auch bei Rocket auf der Gamescom. Wir sitzen hier zusammen mit dem Tim. Tim, erklär doch noch mal kurz, was deine Aufgabe hier bei Rocket genau ist. Ich bin für die Presse aber zuständig. Das heißt, ich habe die Ehre, netten Menschen wie euch zu erklären, welche Produkte wir auf der Messe dabei haben und was so als nächstes von Rocket kommt. Okay, das ist wunderschön. Welche Produkte stellt ihr denn explizit hier heute auf der, oder die ganze Zeit während der Gamescom hier auf der Messe vor? Also, wir haben eine ganze Menge im Gepäck dieses Jahr. Ein paar Produkte, die demnächst in den Handel kommen. Zum Beispiel die neue Tyen-Maus, eine FPS-Maus mit einem analogen Daumenschalter, der dir das zum Beispiel Fliegen oder Steuern von Fahrzeugen in Shootern sehr viel einfacher macht. Wir haben mit der Ryze TKL eine 10-Keyless mechanische Tastatur, 4 unterschiedliche Cherry Mix Switches, Einzeltastenbeleuchtung und das halt in einem kompakten, kleinen Format. Wir haben das Cave XCD Stereo Headset dabei. Super knackiger Stereo-Sound für Spiele wie LOL zum Beispiel oder Dota, also wo du jetzt nicht unbedingt den Surround-Sound brauchst. Und dann haben wir ein paar sozusagen Future-Ready-Produkte dabei, ja, also so geben ein bisschen Ausblick auf das, was so in nächster Zeit von Rocket kommen wird. Dazu gehört das Sova, das vielleicht einige schon auf der E3 gesehen haben, haben wir jetzt hier auf der Gamescom am Start, auch am Entertainment Area Stand. Also jeder, der jetzt die Woche noch auf der Gamescom ist, hat auch die Möglichkeit, das live vor Ort zu testen. Ist einfach eine super coole Möglichkeit, auf dem Sofa im Wohnzimmer zu spielen. Und das Ganze wireless, also sollte man auf jeden Fall mal antesten. Sieht auf jeden Fall sehr bequem aus, wenn ich das mal so sagen darf. Zwei andere Sachen haben wir noch am Start, und zwar gerade neu vorgestellt die Nith, eine MMO-Maus, die wir machen, also die als MMO-Maus konzipiert ist, die aber sehr modular ist, wo du die kompletten Seitentasten austauschen kannst. Das heißt, du kannst dir die Maus umwandeln in eine FPS-Maus, in eine MOBA-Maus, kannst das Seitenteil auswechseln, kannst praktisch das ganze Shape ändern und du kannst sogar selber in 3D-Druck die eigene Buttons ausdrucken. Ja. Also du brauchst natürlich einen 3D-Drucker, aber wir glauben, dass es ist jetzt schon ein großes Thema und ich glaube, dass 3D-Druck auch in Zukunft noch ein viel größeres Thema werden wird. Natürlich hat jetzt noch nicht jeder einen 3D-Drucker zu Hause, aber es gibt Services. Amazon hat vor 2-3 Wochen angekündigt, dass sie einen großen 3D-Printshop machen, wo du solche Produkte noch kaufen kannst. Also ich denke, das wird zukünftig ein großes Thema werden. Sind das denn auch alles Dinge, die jetzt zeitnah in den Handel kommen oder müssen wir da noch lange drauf warten? Also die ersten drei Sachen, die ich aufgezählt habe, sprich Tyen, Ryze TKL und Cave, die kommen relativ zeitnah in den Handel. Also so ab Ende September bis Ende Oktober sind sie Sachen zu kaufen. Sova ist ja nach wie vor in der Konzeptphase. Wir haben gerade eine Umfrage gemacht, sind jetzt dabei, das Design zu verfeinern, werden dazu auch demnächst mehr Infos releasen, wie das finale Produkt aussehen kann. Und Nith und Skeletor, das wird sicherlich noch, ich sag mal, ein halbes Jahr bis 10 Monate dauern, bis es da was gibt, was in Handel kommt. Abgesehen von den ganzen Geräten, die ihr vorstellt, ich habe gehört, ihr habt hier auf der Gamescom noch eine riesige Rocket-Bühne. Was erwartet uns da? Was können wir da sehen? Also wir haben täglich Rocket-Shows, wo die Leute jede Menge Rocket-Gear gewinnen können. Also wer
eine neue und vernünftige Gaming-Maus oder sowas braucht, der sollte mal vorbeischauen. Es gibt am Freitag eine große YouTuber-Show mit Ungespielt, Jim Panse, Ranzratte, M-Core, also jede Menge Leute, lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt am Freitag einen Cosplay-Contest. Die haben jede Menge Partnershows. Die Leute können, soweit ich weiß, als einzigen Stand auf der ganzen Messe Orcs Must Die Unchained anspielen. Das ist auch für ein Gamescom Award nominiertes Spiel, da sollte man sich mal anschauen. Sie können Firefall antesten, komplette Firefall-Area. Also es gibt jede Menge zu sehen und zu auszuprobieren. Und das Sova natürlich nicht zu vergessen. Ganz wichtig. Ja, das freut uns. Wir werden auf jeden Fall vorbeischauen. Rocket garantiert hier sicherlich ganz viel Unterhaltung dieses Jahr auf der Gamescom. Ich danke dir für das kleine Interview. Ja. Ich wünsche dir auch noch viel Spaß heute. Und wir werden uns sicherlich nochmal sehen. Ja. 1, 2, 3, jump! Server für über 100 Spiele in der Cloud. Überall sofort online. High-End, Prepaid, Game Server. Nitrado.